So, wir sagen herzlich willkommen bei Spray TV. Heute mit dem Spiel die Dresdner Eislöwen zu Hause gegen die Heilbronner Falken. Und ich begrüße meinen Kollegen auf meiner linken Seite, den Enrico. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Heute wieder aus der Energieverbund Arena zum 5. Spieltag der DEL2. Zu Gast heute der Tabellenzehnte aus Heilbronn. Unsere Eislöwen heute hoffentlich gewillt, die ersten Punkte die Saison zu holen. Das Bär hinterm Tor. Powerplay-Formation schnell gefunden. Jetzt muss der Puck laufen. Spiel schnell machen. Heilbronner macht jetzt gefährlich. Da ist das Tor! Sekunden hat es gedauert in der Überzahl. Da schlagen unsere Eislöwen zu. Das Tor erst nach dem Treffer aus den Angeln gehoben. Oh! Ja, da ist das Tor! Genau zum richtigen Zeitpunkt, Attila. Heilbronn wird stärker und da schlagen die Eislöwen im Konter zu. Wir alle wissen, dass wir einen guten Konter zusammen haben. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Da fällt das 3:0. Sven Ziegler. Durch Sven Ziegler. Die Nummer 52 der Eislöwen macht heute sein erstes Spiel. Normalerweise spielt er für die Eisbären in der DEL, aber aufgrund des spielfreien Freitagabends der Eisbären heute für die Eislöwen im Einsatz und auch ihr zu Hause könnt es etwas genießen. Und da schießen die Falken den Anschluss. Stadt halt sicher, ne? Also da, die Fans feuern sie an. Gostek ist da in Position. Sekunden. Jetzt! Ja. Ja! Da ist das zweite Tor heute für unsere Nummer 8, Theodor Bojarzinov, der da die Überzahl nutzen kann. Schön, wie du den Namen sagst. Ja, unsere Eislöwen gehen ja mit 4:1 in Führung. Jetzt, Attila, ich muss dich kurz unterbrechen. 2:1, Gostek, Rupprich, 5:1. Thorsten Gostek, da uneigennützig, schlägt quer auf Sieg Rupprich. Der hat natürlich keine Probleme, dort zum 5:1 einzunetzen. Das war, denke ich, endgültig die Entscheidung. Ja, vielleicht an dieser Stelle vielen Dank an unsere Zuhörer schon mal. Und Zuschauer. Ich denke Zuschauer, mal, Heilbronner Falken sind die Zuhörer, weil die haben die Augen zugekniffen. Wir feiern heute den ersten Sieg in den... Und unseren Gästefans natürlich aus Heilbronn. Eine gute, gute Heimreise. Erster Sieg in der Energieverbund Arena. Ich kann schon mal reden, bin schon fast fertig. Aber es ist schön. 5:1. Und das war gut. Und das macht Spaß und wir freuen uns definitiv auf das nächste Spiel. Und verabschieden uns. Wir genießen noch mit letzten Bildern hier aus Dresden. Ja, vielleicht sollte man noch kurz abwarten, wer besser Spieler geworden ist bei beiden Mannschaften. Machen wir natürlich auch noch. Auf Seite Heilbronn, die 1, Florian Voske. Für die Falken, der Torhüter, der reingekommen ist im zweiten Drittel, Florian Proske, bester Spieler, gut gehalten, starken Eindruck hier hinterlassen und für unsere Eislöwen. Ebenfalls der Torhüter Matthias Niederberger. Ja. Darüber lässt sich streiten. Ich bin anderer Meinung. Aber egal. Ja. Wir sind glücklich. Sieg.
Und wir gehen jetzt wieder runter. Unser Sieger wird ringen. Das haben wir uns verdient. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Attila. Ich bin Enrico. Und wir sagen euch ein wunderschönes Wochenende. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Fürs Einschalten. Tschüss.